guten und wunderschönen Abend, meine lieben Freunde. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mir ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt. Und ja, heute ist der 25. Dezember 2020. In 7 Tagen ist einfach 2020 vorbei. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ich erinnere mich noch, als ob Season 2 noch gestern wäre oder gestern gestartet wäre. Aber Freunde, passend zu Weihnachten oder passend zum 25. Dezember habe ich auch den kostenlosen Skin jetzt freigeschaltet. Als erstes bekomme ich 20.000 EP. Danach diese Lackierung, weil ich jetzt den Auftrag abgeschlossen habe. Und Schneemando. Ja, ist ein sehr, sehr, sehr nicer Skin. Feier ich unnormal. Wahrscheinlich sogar der beste kostenlose Skin, wenn nicht sogar eines der besten. Also gehört zu den besten kostenlosen Skins. Wir haben ja nicht so viele, aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nicer und unikater Skin. Ja, als allererstes sammeln wir diese drei kostenlosen Items ein. Aber Freunde, ich will dieses Video nicht zu lang halten. Ich will nur den heutigen Itemshop zeigen und euch einfach nur frohe Weihnachten wünschen. Das habe ich schon gestern im Video gesagt. Aber heute ist der erste Weihnachtstag. Gestern war Heiligabend. Heute ist der erste Weihnachtstag. Genießt es, Freunde, auch wenn ihr Weihnachten nicht feiert. Genießt einfach einen Tag und genießt die letzten Tage von 2020. Ja, in den nächsten Tagen wird es auch natürlich weitere Videos dazu geben. Und am 31. Dezember, das heißt nächste Woche Donnerstag, wird es auch ein Video geben, wo ich mich bedanken werde. Ich hoffe, ich kann auch an diesem Tag streamen. Wenn nicht, tut es mir leid, aber auf jeden Fall kann ich versprechen, dass es an diesem Tag die Woche 5 Herausforderungen, also die Lösungen zu der Woche 5, online kommen werden. Und danach kann ich mir noch, werde ich noch ein Video dazu posten, um mich bei euch zu bedanken für dieses tolle Jahr, auch wenn es sehr, sehr schwer für viele war und natürlich auch für mich. Aber wir haben hier einmal im Newsfeed stehen: Frostlegenden-Paket, driftet über Schneewehen und lasst das Schlachtfeld mit eurem eiskalten Blick erstarren. Das neue Frostlegenden-Paket ist jetzt im Itemshop verfügbar und deswegen springen wir erstmal zu dem Tab rüber. Und zwar, wenn es mal laden würde, würdet ihr das neue Paket sehen. Als allererstes oben wird es natürlich angezeigt mit einem Promo-Bild, aber dann seht ihr es hier schon, Frostlegenden-Paket, viele Skins sind da drin. Okay, jetzt nicht viele, aber 3 Skins sind schon dabei. Wir haben als allererstes Eisiger Drift, Schneeherz, ich kann nicht reden, Eiskalter Broker, sehr cooler Name, danach haben wir Eiskitsune, Frostfuchs, danach haben wir hier Frostflügel für Steinherz oder Schneeherz, Bibberklingen, Gletscher-Rissklingen mit 2 Varianten oder in 2 Varianten für den Driftskin und noch G-Frierstock. Also G-Frierstock ist ja auch dabei. Insgesamt kostet das Paket 2500 B-Bucks. Auch eines der besseren Pakete. Außer Schneeherz passt irgendwie nicht dazu oder ist jetzt nicht unbedingt ein geiler Skin, aber Drift und Wildcard sind ja auf jeden Fall mega krass wieder hergestellt worden, also in einer neuen Variante. Da haben wir immer noch die 2 weiteren Bundles, immer noch im Itemshop. Schneeglöckchen ist immer noch da mit dem Back den Glockenklang. Speerveteranen, also Recon Expert, ist wieder da nach ein paar 90 Tagen oder 100 Tagen sogar. Ist sie wieder da. Die war, glaube ich, das letzte Mal im Juni im Itemshop. Ist wieder da. Kostet 1200 V-Bucks. Ich muss ehrlich sagen, ich feiere den Skin. Keine Ahnung, sehr cleanes Design. Danach sind die ganzen OG-Skins wieder im Itemshop oder die Default-Skins aus Kapitel 1 sind wieder da. Wir haben ja mal Vintage Ramirez wollte ich gerade sagen, Digga. Originale Headhunter oder Original Headhunter in 2 Varianten. Erste Wildcat in 2 unterschiedlichen Stilen. Natürlich Camo hat jeder Default-Skin. Vorhut-Kämpferin Banshee, auch in 2 Varianten. Jonesy der Erste, Freunde, dieser Skin ist sehr, sehr, sehr wichtig für die gesamte Geschichte, als auch ein sehr, sehr, sehr ikonischer Skin. Newcomer Spitfire, auch in 2 Varianten. Mega cooler Skin. Gab es viele Memes darüber. Originaler Renegade ist auch wieder da. Klassischer Hawk ist natürlich auch wieder da. Und das war's. Danach ist hier noch der OG auch wieder da, passend zu dem Set. Da haben wir Schädelin oder Schädelein in 2 Stilen. Genau, das kann man mit den Herausforderungen freischalten. Genauso wie das für das Backbling. Danach haben wir hier krasser Spalter, sauberer Schnitt, Luftgitarre, Blindgängerbombe, los. Und das war's. Danach haben wir alle Mitsingen und die ganzen anderen Weihnachts-Items immer noch im Itemshop. Hier, da haben wir das auch. Oberknacker, bla bla bla, haben wir alles noch im Itemshop, passend zu Weihnachten. Wird, denke ich mal, auch noch in den nächsten Tagen im Itemshop bleiben. Und das Master Chief Paket, wisst ihr, wird nächste Woche Montag aus dem Itemshop verschwinden. War sehr, sehr, sehr lange im Itemshop. Ansonsten, Freunde, genießt euren Tag. Danke für den heftigen Support in den letzten Tagen, Wochen, Monaten und in den letzten Jahren. Ich kann mich einfach nicht genug bedanken. Ich bin so froh, dass ich überhaupt mit YouTube gestartet habe, mit YouTube angefangen habe, Videos zu drehen oder sonstiges. Ich möchte einfach, ich habe
mit YouTube, also ich möchte gerne, das ist das Wichtigste von mir oder das Wichtigste, was für mich ist, dass ich Spaß mit YouTube habe, Spaß mit Videos habe oder Spaß Videos zu drehen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig für mich und deswegen gibt es auch so oft sehr, sehr viele Videos, weil seit Kapitel 2 Season 4 möchte ich einfach diese Videos drehen, um diese Momente, bestimmten Updates und Events der alten Seasons festzuhaben auf YouTube, festzuhaben, das nach ein paar Monaten wieder zu sehen und zu denken, ach, diese schöne Zeit, damals 2020, bla bla bla. Also das ist mein Ziel mit YouTube und euch natürlich den besten Content zu bringen, um euch zu unterhalten. Vor allem während dieser schwierigen Zeit sind die YouTuber gefragt und tragen die YouTuber eine große Verantwortung, weil sie natürlich die Leute in Quarantäne oder allgemein zu Hause unterhalten sollen oder müssen sogar. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit eurem Tag gehabt oder Spaß beim Zocken gehabt oder was auch immer ihr gemacht habt, Freunde. Habt einfach Spaß, genießt euren Tag, genießt euer Leben. Bleibt gesund, wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen, um die nächsten Videos nicht mehr zu verpassen. Ich hab euch lieb, Freunde, und ciao.